Es ist Montagmorgen, pünktlich 9 Uhr und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen in der neuen Handelswoche und natürlich auch zu den Handelsideen zum Wochenstart. Mein Name ist Mike Seidel und ich zeige Ihnen hier, wie jeden Morgen, wenn die Börsen geöffnet haben, welche interessanten Märkte ich persönlich hier im Blick habe und möchte Ihnen damit auch gerne die ein oder andere Handelsidee mit auf den Weg geben für den heutigen Handelstag. Auch ein herzliches Willkommen an alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer. Elena, einen schönen guten Morgen. Toll, dich auch hier zum Montagmorgen wieder mit an Bord zu haben. Ja, was habe ich geschrieben im Blog? Es geht heute um den Euro Stoxx 50. Dann schauen wir auf die Währung Euro-US-Dollar. Und US-Dollar, Kan-Dollar und hinten dran habe ich noch so ein kleines Leckerli für Sie mitgebracht, aber da schauen wir dann zum Schluss drauf. Bleiben Sie also bis zum Ende dabei, es wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit lohnen, weil das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Situation, die ich da entdeckt habe, als ich gestern Abend die Analyse der wichtigsten, für mich wichtigsten Märkte auch durchgeführt haben. Wir starten natürlich, bevor wir in die Tagesnachrichten gehen, mit dem Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin ist mit Risiken verbunden. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Da hat sich doch ein Frosch in meinem Hals verirrt. Gucken wir direkt dann auf die Tagesnachrichten. Was steht heute auf der Uhr? Um 10 Uhr gibt es ein wichtiges Ereignis hier bei uns in Deutschland. Und zwar, es gibt den IFO-Geschäftsklimaindex. Der hat ja immer sehr, sehr wichtige Informationen über, sage ich mal, die Dinge, wie die Ökonomen bzw. die Firmenlenker die aktuelle Klimalage auch einschätzen. Es gibt dann wichtige Daten dazu, wo man auch, sag ich mal, gute Bewegungen in den Indizes erwarten kann. Man muss einfach sehen, was hier bei rauskommt. Um 16 Uhr gibt es dann in den USA noch die Verkäufe neuer Häuser für den Monat Mai. Das sind mal so die wichtigsten Dinge, die wir heute hier auf der Uhr haben. Also Sie sehen, so viele Nachrichten gibt es heute nicht. Die Woche startet sozusagen relativ ruhig von der beziehungsweise von der Nachrichtenseite hier in den Handel auch hinein. Wenn wir auch gleich in die Charts schauen, habe ich auch von meiner Seite aus wieder die Einladung an Sie. Wenn Sie möchten, dass wir den ein oder anderen Chart an dieser Stelle besprechen, dann scheuen Sie sich nicht, geben Sie ruhig direkt hier im Chat auf Facebook auch ein, welchen Markt Sie gern beleuchtet haben möchten, damit wir das Ganze auch für Sie hier miteinander besprechen können. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die Charts hinüber. Wir haben jetzt hier den Chart vom WTI, den brauchen wir jetzt aber nicht. Wir brauchen jetzt den Chart, ich fange mal mit dem US-Dollar, Kan-Dollar an. Eine Währung, die doch auch sehr, sehr schön sich die letzten Tage entwickelt haben. Schauen Sie, wir haben hier einen sehr, sehr starken Move nach oben auch gehabt. Und dann ist am Freitag was passiert, was man unter dem Thema Gewinnmitnahmen auch abhaken kann nach so einem starken Move nach oben. Schauen Sie, wir haben hier einen Tagesstart gehabt, der doch deutlich nach oben gelaufen ist. Also diese Bewegung schön stark auch fortgesetzt hat, diese Dynamik an den Markt gelegt hat, die wir die Tage vorher auch schon immer mal gesehen haben. Die ist zum Schluss etwas abgeflacht, aber wir waren immer noch schön nach oben unterwegs und dann wurde massiv einfach abverkauft. Sie sehen es hier, eine riesen Kerze in den Markt hinein mit einem doch deutlich roten Körper im unteren Drittel der Kerze und einen sehr, sehr langen Ausschlag hier entsprechend nach oben. Das ist, liebe Zuschauer, ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer sich nicht ganz sicher waren, ob da oben die Luft nicht langsam zu dünn wird. Jetzt ist natürlich das wichtig, was jetzt passiert. Das heißt, hier können zwei Sachen passieren. Entweder der Markt, der nimmt die Stärke einfach wieder auf. Das heißt, der Freitag war einfach ein Tag für einen Gewinnmitnahmen, um zu sagen, okay, mal schauen, was da so am Wochenende kommen könnte, Risiken aus dem Portfolio raus und wenn es am Montag nichts Schlimmes gab übers Wochenende, dann wird wieder gekauft und der Markt läuft nach oben. Das heißt, das wäre das erste Szenario. Hier hätten wir dann natürlich den Weg nach oben wieder offen. Das heißt, hier oben in diesem Bereich vom Tageshoch vom Freitag wäre dann auf alle Fälle mal ein Widerstandsbereich bei 1,33817, den es dann zu überwinden gilt. Aber in den kleinen Zeiteinheiten kann man das durchaus doch auch nach oben mal angehen, wenn man gute Absicherungspunkte findet. Das wäre das Szenario Nummer 1.
Szenario Nummer zwei ist das, wenn diese Kerze nach unten hin bestätigt wird. Das heißt, dass wir das, was wir jetzt sehen, erstmal nur ein bisschen Korrektur ist und die Kerze nach unten bestätigt wird, dann haben wir natürlich auch Anlaufpunkte auf der Unterseite. Das heißt, wir haben hier einige Unterstützungen liegen. Drei habe ich für Sie mal eingezeichnet. Und zwar liegt die erste bei 1,31,967, gefolgt von dem Tagestief, was wir hier unten hatten. Das ist das Tagestief vom 18. Juni. Das liegt bei dem Wert von gut 1,31,517. Und dann haben wir noch einmal einen Tag tiefer, auch wieder ein Tagestief bei 1,30,924. Ludger, einen schönen guten Morgen. Auch fein, Sie heute am Montag zum Wochenstart wieder hier mit dabei zu haben. Wenn Sie einen Chart besprochen haben möchten, nicht scheu sein, einfach hier entsprechend mit eingeben. Nun zurück zum US-Dollar-Kandollar. Schauen wir uns das Ganze doch einfach mal im Stundenchart an, um mal zu sehen, was hinten drin passiert. Was hinten drin passiert, ist relativ gut zu sehen. Ich zoome den Chart mal noch ein kleines bisschen kleiner. Wir haben hier sozusagen die Tatsache, dass der Markt hier schon mal nach unten gelaufen ist und Freitag, Sie sehen es, das war dieser Spike, diese Wahnsinnskerze, die da nach oben lief um 15 Uhr. Das war die 15 Uhr Kerze, die so massiv nach oben gekauft wurde und danach komplett wieder abverkauft wurde. Und Sie sehen, wo wir hier gestanden sind. Wir sind hier unten sozusagen an einem doch relativ wichtigen Widerstand oder Unterstützung angekommen hier in diesem Bereich. Das heißt, von unten war es ein Widerstand, von oben natürlich jetzt die Unterstützung im Markt. Wir hatten hier die letzte starke Bewegung nach unten, das ist eine Korrektur gewesen, die dann ihren Peak hier oben gefunden hat und jetzt kommt es natürlich darauf an, was der Markt hier unten macht. Das heißt, dieses Level, was wir hier unten haben, ich mache das mal eben grün, damit es auch ersichtlich ist, dass das, was es ist, nämlich eine Unterstützung im Markt, das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn der Markt jetzt hier entsprechend nach unten drehen würde, was hätten wir dann im Markt? Wir hätten dann, ganz richtig, wir hätten dann einen validen Abwärtstrend sozusagen hier drin. Das heißt, wir haben hier einen unterschrittenen Markt, der hier sozusagen Bewegung, Korrektur und dann trendbildende Bewegung hat. Und das wäre dann das Szenario, wenn wir sehen, okay, der Markt, der möchte doch noch ein Stück weit weiter nach unten korrigieren, denn dieser lange Aufschub nach oben kann auch ruhig etwas an Korrektur gebrauchen. Das wäre auch gut und wäre gesund, wenn der Markt das macht. Und das eröffnet uns dann natürlich als Händlern den ein oder anderen Trade. Wenn man sieht, dass die Korrektur auch tiefer laufen kann, dann hat so eine Korrektur natürlich auch deutlich mehr Charme, als wenn man sieht, na gut, so viel Platz ist da nicht. Wenn man einfach mal sieht, wir könnten beispielsweise problemlos hier in diesem Bereich des Ausbruchs laufen, um die 1,31,020, wo ich das hier eingekreuzt habe. Also das ist schon charmant, was hier an dieser Stelle vom Markt uns auch gegeben wird an diesem Montagmorgen, was wir hier entsprechend sehen. Also das, was wir jetzt hier im Markt haben, ist ein schöner Rücklauf. Das macht es auch fein, weil wir können das Ganze ruhig besprechen. Sie können den Trade am Ende sehr, sehr entspannt planen, eine gute Absicherung nutzen und sich auch die Zeiteinheit heraussuchen, die Sie gern traden möchten. Und damit würde ich gerne in die nächste Währung wechseln, und zwar unsere Heimatwährung hier, sehr oft besprochen, Euro und US-Dollar. Was haben wir hier im Markt gesehen? War das nicht ein Wahnsinn letzte Woche? Ich hatte es, glaube ich, in einem der letzten Webinare in der letzten Woche auch angesprochen. Am Donnerstag gab es diesen massiven Rutsch, wo die EZB getagt hat. Danach hat der Markt sich hier ein bisschen seitwärts gefangen und ist wieder schön nach oben angestiegen, bis über die 1,16695 sind wir sogar etwas drüber gelaufen. Hier sehen Sie schöne Aufwärtsbewegung. Das haben wir auch in den kleineren Zeiteinheiten gesehen. Hier hat sich wirklich der Markt schön dynamisch nach oben entwickelt. Und jetzt kommt es halt darauf an, was passiert. Wir haben gesehen, dieser Widerstandsbereich unten drinnen, der hat halt eine gewisse Relevanz. Der Markt ist hier einige Male eingetaucht und immer wieder nach oben geschoben. Das übergeordnete Bild ist weiterhin nach unten gerichtet. Also definitiv hier auf der Short-Seite zu sehen, was wir in diesem Markt haben. Und nun kommt es natürlich darauf an, was passiert. Nummer eins, der Markt könnte jetzt im Stundenchart sozusagen, wenn wir uns die Stunde hier mal anschauen, der ist jetzt hier in der Korrektur der letzten Bewegung. Hier haben wir wieder die Situation gesehen, wo ich immer wieder gerne sage, hoppala, schaut mal hier genauer hin, was haben wir hier? Wir haben hier leicht fallende Tiefkurse. Das ist so ein Zeichen, dass der Markt dort oben nicht so richtig sich wohlgefühlt hat, aber Fakt ist eins, diese große Abwärtsdynamik hier nach unten ist rausgenommen worden. Wir haben einen schönen Aufwärtstrend, der ist jetzt da. Jetzt kommt es hier natürlich drauf an, was passiert. Bildet sich ein Abwärtstrend?
Dann haben wir natürlich direkt wieder das Umkehrsignal in die Richtung des übergeordneten Trends. Das heißt, dann hätten wir den Upside, also die Upside Richtung gespielt. Also das heißt, die Downside, also die Richtung von oben nach unten sozusagen. Also das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, was der Markt hier macht. Läuft der Markt hier aus dieser Korrektur heraus wieder nach oben, dann hätten wir natürlich den charmanten Weg, dass wir sagen könnten, okay, die Korrektur kann noch etwas mit nach oben laufen. Anlaufpunkte wären dann, das sehen wir auch sehr, sehr schön in diesem Chart, den wir hier auf der Uhr haben. Hier gibt es einen Widerstandsbereich. Das ist um die Kurse von, was haben wir hier? Ich gehe es nochmal kurz ran, 1,17,262. Was ohne weiteres möglich wäre, wenn der Markt dynamisch nach oben geht. Läuft der noch viel, viel weiter, dann könnten wir auf 1,18,383 noch mit oben laufen. Das ist dann ein Bereich, der auch einen Widerstand hier mit bildet an dieser Stelle. Also sehr, sehr schön, was hier der Markt nach oben offen hat. Aber, und das ist jetzt meine Meinung, Mike Seidels Meinung, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, bitte nicht sagen, nur weil der Seidel das hier macht, traden wir das auch. Für mich ist jetzt hier eine ganz andere Geschichte interessant. Und zwar ist jetzt hier, was passiert an dieser Stelle? Wir haben jetzt hier zwar etwas an Korrektur, wir sehen, diesen untergeordneten Trend ist gebrochen, wir laufen jetzt hier nach oben. Ich halte jetzt sozusagen etwas aus, schon nach Umkehrsignalen auf die Unterseite, weil die Korrelation zu den Indizes ist halt auch häufig mitgegeben. Und da schauen wir einfach, was macht der Markt hier. Und wir haben ja häufig in den letzten Monaten auch die Situation gehabt, ist der Dollar gestiegen, ist der DAX gefallen, ist der DAX gefallen, ist der Dollar, Entschuldigung, ist der Euro gefallen, ist der DAX gestiegen. So, wenn wir jetzt wieder Aufwärtsdynamik in den Märkten bekommen, das wäre dann natürlich ein schönes Signal, weil die Aktienmärkte nach oben steigen. Und das war häufig die Korrelation, dass der Euro wieder gesunken ist. Das heißt, hier sehen wir dann möglicherweise hier oben, was ich eingezeichnet habe, einen Widerstandsbereich, der nicht gebrochen wird und der Markt von dieser Stelle an schon wieder nach unten läuft. Das wäre für mich das mögliche wahrscheinlichere Szenario an dieser Stelle. Ah, ich sehe, wir haben auch hier, guten Morgen, Maximet, good morning, nice to see you here in my Webinar again. Also zurück zum Chart, also Euro, US-Dollar haben wir hier im Tageschart, wie schon gesagt, nach oben ist etwas Luft da. Das heißt, wenn wir uns mal diese dynamische Korrektur hier entsprechend auch anschauen, wir haben den Markt nach oben laufen gehabt, massiv schnell nach unten. Jetzt tingelt es hier so ein bisschen rum. Nach oben hin ist etwas Potenzial durch. Wenn wir hier über das Tageshoch vom Freitag drüber laufen, wäre hier nach oben noch etwas Platz da. Ansonsten wäre das ein typisches Muster, dass der Markt in zwei Schritten hier nach unten läuft. Wir haben hier einen wichtigen Unterstützungsbereich, was ich hier grün angezeichnet habe. Das ist der Unterstützungsbereich um die Marke von 1,15,116. Bricht dieser Bereich, dann ist als nächster Anlaufpunkt eine Marke gegeben, die wir hier im Tageschart so einfach gar nicht sehen, muss ich noch etwas kleiner machen, aber das sehen wir hier. Schauen Sie mal, wo wir dahin zurückgehen. Wir gehen da entsprechend in den Juni 2017 zurück, wo wir hier entsprechende Tiefs liegen haben. Das wäre dann entsprechend der nächste Anlaufpunkt, wo man eine Unterstützung hier entsprechend im Markt mit sehen kann. Also diese Dinge sind definitiv da und wenn das bricht hier an dieser Stelle, wäre das dann erst einmal der nächste Anlaufpunkt. Sie sehen, wir haben hier unten im Markt dann noch ein paar mehr Anlaufpunkte. Also wir haben schon noch einige Bereiche, wo der Markt hier mit reinlaufen kann. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz hier. Dafür sind wir ja live in den Webinaren, dass wir solche Situationen auch mal mit besprechen können, wo dann das Potenzial auf der Unterseite noch liegen könnte. Das heißt, wir haben hier unten noch ein paar mehr Anlaufpunkte, wo Dynamik dann auch reingehen könnte. Also wir werden sehen, was hier an dieser Stelle passiert. Wir lassen uns einfach überraschen und machen einfach das, was der Markt macht. Hier im kleinen Zeitraum, wenn das Spiel, was ich für mich auf der Uhr habe, halt weitergeht, das wäre dann der Punkt, dass wir sehen, der Markt läuft hier runter. Das heißt, wir machen hier schön einen Abwärtstrend und dann hätten wir hier erstmal einen Trend, der wieder nach unten läuft, in den Trend entsprechend des Tages gesehen. Hier haben wir das Ganze. Charmant wäre es dann natürlich, wenn dieser Trend sich entsprechend fortsetzt und diesen kleinen Aufwärtstrend hier unten an dieser Stelle noch mit rausnimmt. Das heißt, das wäre hier ein Unterstützungsbereich, dann darunter, das wäre richtig toll, weil dann wäre hier die Geschichte, dass dieser kleine Aufwärtstrend ebenfalls gebrochen würde, auch wieder da und dann wäre alles wirklich sehr, sehr schön valide aufeinander abgestimmt und läuft dann am Tag nach unten. Ob uns der Markt kurzfristig den Gefallen tut, wir wissen es nicht. Aus diesem Grund warten wir einfach einmal ab, was hier entsprechend gespielt wird. Und damit gehe ich zum Euro Stoxx 50. Den Index hatte ich ja heute auch im Blogbeitrag mit vorgestellt. Wir werfen hier den ersten Blick auch mal wieder in den Tageschart hinein. Warum werfen wir in den Tageschart?
den Blick. Ich zeige es Ihnen gleich. Wir haben hier unten, Sie sehen es eingezeichnet von mir, einen Unterstützungsbereich und zwar um die knapp 3390 Punktemarke in diesem Bereich. Wir haben jetzt hier die Situation, dass der Markt doch wieder mal in diesen Bereich reingelaufen ist. Ne? Wir hatten es hier vorne ja schon ein paar Mal. Wir hatten hier dann am 21. und am 22. einen Test dieses Bereichs und hier am 22. ist der Markt massiv nach oben gelaufen. Und das ist jetzt interessant zu sehen, was hier an dieser Stelle passiert. Das heißt, wenn der Markt hier nach oben dreht, das heißt in der Stunde dann schön einen Aufwärtstrend macht, dann haben wir hier die Tageshochs, die Vortageshochs, die hier doch relativ nah beieinander liegen, als möglichen Anlaufpunkt. Das heißt auch für das kurz- und mittelfristige Trading. Das heißt, man kann das wirklich sehr, sehr schön auch als Swing Trade nutzen, hier aus einer möglichen Korrektur des Stundentrends nach oben diese Bereiche hier entsprechend auch mit anzulaufen. Das wäre charmant, wenn die Stunde das macht. Wir gucken gleich in die Stunde. Ich möchte nur mal noch die anderen Punkte auf der Unterseite mit angehen. Das heißt, kommt es hier nicht zu einem Nachlauf nach oben, war das hier am Freitag eine Eintagsfliege, einfach um die Woche, quasi die Gewinne der Woche entsprechend mitzunehmen und dadurch diesen Kaufdruck hier zu generieren, dann würde der Markt nach unten abfallen, unter dieses Level hier drunter fallen und dann hätten wir die nächsten Anlaufpunkte, Sie sehen es aus den Trendverläufen, was wir auch in der Stunde gesehen haben, einmal hier an diesem Tiefbereich bei 3364 Punkten. Und dann haben wir hier einen Bereich, wo der Markt immer mal auch ein bisschen hin und her getingelt ist, bei knapp 3321 Punkten. Das sind mal zwei auf der Unterseite liegende Unterstützung, die ich hier in den Markt auch eingezeichnet habe. So, und hier sehen wir jetzt das, was ich gerade auch gesagt habe. Die Stunde ist hier definitiv momentan noch abwärts gerichtet. Das sehen Sie, das sieht wirklich, das sollte wirklich jeder sehen, dass wir hier eine abwärts gerichtete Stunde haben. Das heißt, wir haben ja schön einen nach unten laufenden Markt, wo die Korrektur jetzt wirklich sehr, sehr tief gelaufen ist. Aber wir hatten hier halt einen Bewegungstrend. Und dieser Bewegungstrend, der wurde hier unten rausgenommen. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Korrektur, die nach oben gelaufen ist, den Bewegungstrend gebrochen hat. Das ist ja normal und auch da absolut logisch in diesem Bereich. Und jetzt haben wir hier mittlerweile wieder die Bewegung nach unten gestartet. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal in den kleineren Zeiteinheiten dann noch anschauen würde, in den 15 Minuten oder 5 Minuten beispielsweise, sehen wir hier natürlich sehr schön schon wieder einen nach unten laufenden Markt. Wir sehen auch die Dynamik von oben nach unten immer kommend, dass von oben immer wieder abverkauft wird. Das heißt, das wäre hier das Bild, dass der Markt nicht nach oben läuft, sondern dass das Freitag nur eine Gegenbewegung gewesen ist und der Markt jetzt wieder abwärts geht. Das heißt, das ist genau das Szenario, was wir hier haben. Und da dreht sich der Markt. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade erst die Markteröffnung gehabt. Es ist jetzt 9.17 Uhr. Ein bisschen sucht der Markt jetzt hier irgendwo auch seine Richtung. Das ist das, was wir sehen. Wenn wir dann sozusagen die Schwäche weiter haben, wie schon gesagt, dann haben wir wieder als nächsten Anlaufpunkt hier oben die 3.300 und ein paar 90 Punkte. Wird das Ganze gebrochen, dann ist hier nach unten hin definitiv noch einiges mehr, was nach unten entsprechend laufen können. Das sehen wir ja auch hier im DAX. Ich habe es am Freitag gesagt, im DAX wieder mittlerweile einen definitiven Abwärtstrend. Der DAX notiert auch deutlich heute wieder ins Minus herein. Das heißt, der Markt läuft hier runter. Und wenn wir das mal antizipieren würden auf den Eurostoxx 50, das sind ja sehr, sehr viele Werte auch aus dem DAX mit drin, dann wäre das jetzt ein Bild, dass der Eurostoxx 50 möglicherweise hier etwas hinterherhinkt. Das heißt, das wäre jetzt eine gute Situation zu sagen, okay, schauen wir doch einfach mal in die 15 Minuten rein und da haben wir hier die Situation gegeben, dass wir hier, Sie sehen es, nochmal einen Aufwärtsschub gehabt haben. Wenn das Ganze gebrochen wird, ist die Situation definitiv hier auch wieder abwärts gerichtet und damit wäre jetzt dieser Trend auch wieder aufgenommen. Das heißt, wir haben jetzt hier, schauen Sie sich es an, wir haben Bewegung. Ich zeichne es mal ganz kurz ein in der kleinen Zeiteinheit. Wir hatten Korrektur. Ich bitte zu entschuldigen, dass die Punkte sich nicht immer so direkt schneiden. Bewegung, so, und dann lief sie halt entsprechend nach oben. Hier unten hat der Markt halt kein neues Tief gemacht. Das heißt, wir haben ja eine leicht trendförmige Korrektur in diesem Bereich gehabt. Und wenn der Markt jetzt hier wieder runterläuft, ist das genau das, was wir entsprechend sehen wollen. Das heißt, hier unten an dieser Stelle setzt sich dieser Abwärtstrend fort. Und das wäre dann interessant, aus der kleinen Zeiteinheit in die mittlere, also in die Stunde sozusagen, und dann hier entsprechend in den Tag, in die Dynamik des Tages nach unten hinein zu traden. So, damit wäre ich erstmal fertig mit der Besprechung der Handel. Ideen, die ich im Blogbeitrag geschrieben habe, aber ich habe ja gesagt, ich habe noch so ein kleines Schmankerl entsprechend mitgebracht und das ist hier, das ist der WTI, das Öl sozusagen. Es ist also unglaublich, was hier am Freitag passiert ist, das hat, wie soll ich sagen,
für mich den Deckel vom Topf gekloppt. Also das war der Hammer. Wir haben hier wahnsinnig diesen Abwärtstrend gehabt. Wir hatten ja am Freitag das wieder, also wir hatten ja die letzte Woche, Donnerstag, Freitag, immer mal wieder Kommentare gehabt seitens der OPEC. Der Markt hat hier eingepreist eine vierte Erhöhung der OPEC. Das heißt, das war das, was der Markt im Vorfeld schon eingepreist hat. Und dann kam am Freitag wirklich der absolute Knaller. Die OPEC hat zwar die Fördermenge erhöht, aber in einer, sage ich mal, Dosis, die der Markt nicht erwartet hat. Das heißt, die Erhöhung der Förderquote war viel kleiner als das, was der Markt erwartet hatte. Und dann, bam, lief der Markt wie geschnitten Brot einfach nach oben. Es war der Knaller. So, das ist jetzt so eine Sache. Das ist wieder mein persönlicher Handelsstil. Ich kaufe halt nicht in so eine Nachricht hinein. Das heißt, erst der Markt, dann die Nachricht, erst die Nachricht, dann der Markt, dann ich. Das heißt, ich habe das jetzt hier gesehen und liege jetzt mit einem Handelssetup sozusagen entsprechend auch auf der Lauer. Mal sehen, wann und was der Markt hier entsprechend triggert. Wenn wir uns das ganze Bild hier mal anschauen, gucken Sie mal, wenn wir uns das mal in der Stunde anschauen. Es gab halt einfach am Freitag die Nachricht, dass der Markt nach oben gehammert ist, wie verrückt. Also hier um 15 Uhr schoss das Ding einfach nach oben und hat den Handel sozusagen am Hoch hier entsprechend raufgegeben. So, was sehen wir jetzt? Jetzt sehen wir eine Korrektur. Das ist das, wo ich mich immer freue, wenn der Markt nach so einer massiven Nachricht erstmal ein Stück zurücktritt und sich, ja, erholt. Und jetzt ist das, was ich so extrem spannend finde. Schauen Sie mal, ich mache es mal ganz kurz in diesem Bereich. Wir haben hier eine absolut geniale Seitwärtsbewegung. Schauen Sie hier, das ist so eine gute Super Overnight Range. Seit heute Nacht haben wir hier den Markt seitwärts laufen. Und das ist einfach klasse. Das ist super genial. Warum? Weil wir hier an dieser Stelle natürlich mit einem sehr kleinen Risiko reingehen können. Das heißt, wenn der Markt die Dynamik nach oben hin wieder aufnehmen würde beispielsweise, dann könnten wir ja schon sehen, wer hier nach uns kauft. Das heißt, wir haben hier oben bei der Marke von, was haben wir hier oben, 68,95 und dann hier oben das Hoch, 69,48. Also wenn tatsächlich diese Dynamik wieder aufgenommen wird, haben wir ordentlich Upside-Potenzial. Und das ist ja das, was wir sehen wollen. Und auf der Unterseite, da zeigt uns der Markt auch was Schönes. Schauen Sie sich das mal an, was wir hier haben. Zack, gucken Sie sich das an. Wir haben steigende Tiefs. Das heißt, der Markt beginnt immer früher zu kaufen. Das ist ein tolles Zeichen, was der Markt uns hier gibt. Und dann gibt es natürlich auch noch die Unterseite. Das heißt, wenn ich hier von einer Range spreche, muss ja auch irgendwo eine Range da sein. Das heißt, wir haben hier, schauen Sie sich das mal an, zwischen 68,60 und 68,37 haben wir hier eine schöne Range. Und so ein Range-Ausbruch ist ja eine feine Sache, wenn es der Markt macht. Ich liebe es, Range-Ausbrüche in Trendrichtung zu machen. Das heißt, wir haben ja hier diesen massiven Schub nach oben gehabt. Und wenn sich das Ganze fortsetzt, wäre das natürlich ein richtig tolles Zeichen für die Oberseite. Bricht das Ding natürlich nach unten durch, dann hätten wir jetzt hier natürlich im Kleinen, Sie sehen es ja selber, wir sind ja nicht blind, wir haben hier Bewegen, Korrektur, Bewegen, wir haben jetzt hier diesen massiven Aufwärtstrend erstmal gebrochen, wir reden hier gerade über die 15 Minuten, das bitte nicht vergessen, das heißt, das ist jetzt die Korrektur, die wir in der Stunde sehen, dieser Trend könnte natürlich noch nach unten laufen, aber für mich sieht die Dynamik hier eher so aus, als wenn wir schön nach oben entsprechend laufen würden, die Dynamik kommt von unten nach oben, wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde anschauen, Sie sehen es selbst, wir haben hier die Dynamik auch da durchaus. Das heißt, wir haben jetzt die Range. Die Range kann in beide Richtungen brechen. Ich persönlich für mich würde es schön finden, wenn wir hier entsprechend nach oben traden könnten. Das heißt, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich das machen. Diesen Wunsch gerne auch äußern. Liebe Wunschfee, hört ihr das an? Und damit schauen wir mal, was wir da machen. Also hier eine schöne Seitwärts-Range. Und wo wir gerade beim Thema Seitwärts-Ranges sind, der Jens Klatt macht ja hier bei Tickmill gerade eine kleine Serie mit Webinaren, wo es etwas edukativen Bereich gibt im Bereich des Tradings. Letzte Woche hat er das Thema Open Range sozusagen Breakout gemacht im DAX. Da gibt es morgen ein Live-Trading auch dazu, wo der Herr Klatt hier innerhalb von 9 bis 11 das Ganze mal mit Ihnen in der Praxis auch durchspricht. Aus diesem Grund bin ich morgen auch eine halbe Stunde eher dran, dass wir unsere Marktvorbereitung hier sozusagen um 8:30 machen. Also an dieser Stelle schon mal die Einladung, morgen um 8:30 einfach mit reinzuschauen und dann werden wir auch sehen, was hier entsprechend auch im Öl passiert ist. An dieser Stelle möchte ich mich gerne von Ihnen für heute verabschieden. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere Idee mitnehmen und ja, schauen Sie morgen gerne wieder rein. So, gegen 8 gibt es den Blog-Eintrag, danach gibt es 8.30 Uhr die Live-Besprechung und die Aufzeichnung finden Sie danach natürlich wieder direkt auf Facebook oder aber im YouTube-Kanal von Tickmill. Also von meiner Seite her, gute Trades für den heutigen Tag, einen entspannten Montag, tollen Wochenstart und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel.